Guti, willkommen zurück zu Let's Play Railway Empire und wir haben jetzt schon sehr, sehr viel geschafft in unserem Goldrausch, haben sehr viele Städte zum Wachsen gebracht und ich bin jetzt dabei, die Zeit schnell vergehen zu lassen, weil es ja wirklich nur darum geht, die Städte jetzt auf 80.000 Leute zu bringen. Ich denke, dass diese optionale Aufgabe mit den 2.000 Passagieren auch nicht mehr lange dauern wird. 1.400 haben wir schon zusammen. Drei Städte brauchen wir noch mit über 80.000 Einwohnern. Wir kümmern uns also darum, dass Kingman weiter wächst, dass Elko hier oben wächst und auch Salt Lake City. Salt Lake City wird bald Zucker und Stoffe benötigen. Die Stoffe werden wir hier in Elko produzieren. Dafür brauchen wir hier erstmal 40.000 Einwohner, um dementsprechend einen Betrieb gründen zu dürfen können, wie auch immer. Das dauert noch. Das dauert noch ein bisschen länger. Deswegen lasse ich die Zeit schnell vergehen, baue aber schon mal einen weiteren Bahnhof hin. So ist gut. Und ziehe dann das mit ran. Okay. Später wird dann hier ein Zug hin und her fahren und das Ganze rüberbringen nach Elko. Elko wird also unsere große Produktionsstätte. Marktschreier brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich einen Erfinder. Du erhältst sofort 130 Innovationspunkte. Ich möchte nämlich noch den letzten Zug mit erforschen. Einfach nur, weil ich nicht weiß, ob ich diese Zeitschleife schon mal durchgemacht habe, um das Achievement dafür zu bekommen. Hey, du hast alle Züge einer gewissen Zeitreihe erforscht. Mal sehen, vielleicht kommt's noch. Okay, da fehlen Betriebsmittel, das ist nicht wahr, da sind welche. Bestechung nehmen wir mit. Salt Lake City hat jetzt gleich 30.000 Einwohner. Elko hat auch gleich 30.000, ab 40.000 geht's weiter. Kingman ist bei 64.000. Da werden wir jetzt schon mal ein Museum bauen. So, damit ist die Zufriedenheit noch höher. Los Angeles ist so groß, dass wir hier einen weiteren Betrieb gründen könnten. Das heißt, theoretisch könnte ich dort noch Stoffe produzieren und die dann irgendwie nach San Diego bringen. Will ich aber nicht. Macht irgendwas draus. Ihr kriegt das schon hin. So, dann das da erforschen. Und später holen wir noch die Dinge mit rein, die noch mehr Profit bringen, beziehungsweise unsere Züge mit mehr Wasser, Sand und Schmieröl ausstatten. Dann halten die länger durch. Anschlussprämie, Anschlussprämie. Ja, wir könnten noch 1 Million dazu kriegen, brauchen wir nicht. Gott, wir sind einfach zu gut. Verdammt. Warum sind wir so gut? So, 30.000 Einwohner haben wir schon mal in Salt Lake City. Sehr nice. Das sorgt dafür, dass die jetzt Zucker haben wollen. Aber Zucker gibt es nicht in der Nähe. Das ist ziemlich doof. Wir könnten höchstens... Gibt es hier irgendwo Zucker? Nee, das nächste Mal Zucker ist erst hier. Das Ganze in ein Warendepot liefern und dann wieder hochbringen, so wie wir es hier jetzt gemacht haben mit dem Mais. Mais ist genug da, Gott sei Dank. Ihr seid jetzt auf Stufe 3 bereits. Okay. Wie sieht's aus mit Mais? Mais ist gut vorhanden. Eigentlich ist alles gut vorhanden, sogar Fleisch, Bier. Elko kann also auch weiter wachsen. Kingman ist bei 67.000 Einwohnern, 68.000, da werden wir bald das nächste geschafft haben. Und ich gucke mal ganz kurz, American Central, wertvollstes Unternehmen, das waren wir schon immer und werden wir auch immer bleiben. Wir haben Los Angeles mit drin, ihr beide seid auch bei über 80.000, Carson City ebenfalls, Chester, aber sonst keine weitere Stadt angeschlossen, die wir jetzt noch auf mehr bringen könnten. Das ist natürlich doof. Nun gut, wenn wir Elko erstmal auf die nächste Stufe gebracht haben, dann ist alles gut. Dann haben wir es geschafft. Kingman wächst weiter. Das freut mich sehr. Wachmann, Professor, Buchhalter. So. Reduziert durch die Anwendung verschiedener Steuertricks die Kosten erfolgreicher Auktionen um 20%. Ich würde sofort 500.000 kriegen, wenn ich denn Punkte ausgebe, Innovationspunkte, aber das will ich nicht. Pro Monat kriegen wir 44. Kingman sieht gut aus.
und wächst weiter, ist bald bei 80.000. Müssen wir nur noch die 80.000 bei Salt Lake City erreichen. Meine Güte, das dauert alles. Ich hätte mal vorher anfangen sollen, die beiden miteinander zu verbinden. Verdammt. Aber wer hat damit gerechnet, dass es so gut klappt? So, hier haben wir es auch gleich geschafft. Die 2000 Passagiere sind bald ohne Halt nach Salt. Du hast nun Salt Lake City und San Francisco miteinander verbunden. Auf dieser Strecke gibt es hohes Passagieraufkommen. Ja. Und wir haben es geschafft. Wir haben es erreicht. Gott sei Dank. Salt Lake City. Was könnten wir denn hier produzieren? Allerhöchstens doch Bretter, oder? Zufällige Panne passiert. Machen wir noch eine Decapod, die bitte von hier nach dort fährt. Und nur Fracht transportiert. Und in Salt Lake City, sobald hier die Produktion steht, werden wir auch Bretter herstellen. Die Bretter können dann nach Elko gebracht werden. Wobei Elko die Bretter erst ab 60.000 Einwohnern benötigt. Aber dafür werden die hier bald die Stoffe produzieren. Komm schon, 40.000. Dauert nicht mehr lange. Bedarfsdeckung ist immer noch bei 82%, trotzdem ihr immer weiter wächst und immer mehr benötigt. So. Bretter. Okay. Bretter werden produziert. Hier warten wir jetzt auf die Stoffe. Fleisch wird rübergebracht. Apropos Fleisch. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Wie ist die Fleischproduktion im Allgemeinen? Noch ganz gut. Wir haben genügend Rinder und so weiter. Das ist okay. Bräuchten eventuell bald weiteres Holz. Und hier brauche ich jetzt erstmal die Stoffe. Na komm schon. Und geschafft. Weberei mit ran. So ist schön. Und dann bitte eine Decapod. American Central macht in Stoff. Ja, weil wir es können. So. Nummer 1 fährt schon mal. Dann bauen wir noch ein Ausweichgleis hin, dass wir gleich Nummer 2 mit ranbringen. Denn wir werden die Stoffe ja nicht nur in Elko benötigen, sondern auch in Salt Lake City. Versorgungsturm in die Mitte. Signale setzen. Perfekt. Nummer 2. Ah, läuft. Dann eine weitere Decapod. Die bitte Baumwolle von hier nach dort bringt. Sehr gut. Dann werden wir schon mal die Produktion der Stoffe erweitern. Und noch eine weitere Decapod fahren lassen. Muss bloß einmal warten, bis die das abgeliefert haben. Okay. Guti, läuft. Bauen wir mal noch ein weiteres Ausweichgleis, sicher, sicher. Bevor die ewig aufeinander warten. So ist gut. Und Nummer 2. Wunderbar. So, die Stoffe werden jetzt hier produziert, werden auch rübergebracht nach Salt Lake City.
Wir nehmen schon mal das mit rein, den Zerstreuer, dass die weniger Zeug brauchen. Speichern sicherheitshalber noch einmal unter, machen wir mal nicht Live-Test, LP, nee, das Let's Play ist eigentlich vorbei. Speichern. Okay. Und damit haben wir es fast geschafft. Elko ist zufrieden. Elko produziert jetzt Stoffe. Die Stoffe werden dann rübergebracht. Wo willst du hin? Zu dem Schlag, okay. Du bringst die Stoffe rüber. Sehr gut. Brauerei in Winnemucca will ich nicht. So, die Produktion von Stoffen dürfte jetzt ausreichen. Wir brauchen Stoffe. 0,4. Produzieren aber 3,2. Reduziert der Zugpersonal. Ja, ist okay. Das heißt, theoretisch, Salt Lake City benötigt 0,5. Geht das relativ gut von der Hand. Wir produzieren mehr, als wir brauchen. Zug kommt gleich an, bringt die Stoffe hin. Na, das sieht doch gut aus. Damit hat Salt Lake City noch mehr. Wird jetzt bald auch die Bretter benötigen, ab 60.000 Einwohnern. Bedarfsdeckung ist immer noch bei 71%. Ja, weil sie das Grundlegendste haben, aber keinen Zucker bekommen, keine Milch, kein Gemüse, kein Obst und auch keinen Alkohol. Und auch keine Kleidung. American Central, preisverdächtig. Shasta, hochzufrieden. Das freut mich. Shasta hat auch 112.000 Einwohner. Wie sieht's in Kingman aus? Auch über 100.000 Einwohner. Noch zwei Städte und wir sind durch. Wenn wir erstmal bei 60.000 sind, bauen wir noch ein Museum hin und dann haben wir es geschafft. Und dann werden ja auch Bretter produziert und dann ist alles gut. Ja, die Bretternachfrage müsste auch gleich ankommen. Ab 60.000 ist das der Fall. Wenn wir die dann produzieren, ist alles wunderbar. Wir haben aktuell sowieso 14 Bretter, also ist damit dann die Bedarfsdeckung auch wieder höher. Und dann können die Bretter auch rübergebracht werden nach Elko und die sind auch gleich zufrieden. Bing! Ach, schön. So, Museum hin. Damit ist die Zufriedenheit hier schon mal auf dem Höchstpunkt. Jetzt müssen wir noch auf Elko warten. Und wenn die dann auch noch ein Museum bekommen, dann ist alles perfekt. Dann ist alles gut. Ihr braucht im Prinzip auch das ganze Zeug, was die anderen brauchen. Aber ihr habt auch genug. Hier gibt es im Moment keine Probleme. Zuverlässigkeit der Lokomotiven wird erhöht. Brauerei in Baker City benötige ich nicht. 67% Zufriedenheit. Das wird sich auch gleich ändern. Ihr bekommt ja gleich die Bretter. Museum hin. Sind wir bei 69%. Wenn ihr erstmal die Bretter habt, wird es noch weiter steigen. Dafür müssen die Bretter erstmal ankommen. Wird eine Weile dauern. Die ersten Bretter müssten aber eigentlich gleich ankommen, oder? Je nachdem, wo sind die Züge? Du fährst zum Martinschlag. Keine Ahnung, wo die Bretter sind.
Bretterlis. Muss ich selber mal ganz kurz gucken. Hier ist die Zufriedenheit bei 75%, weil wir die Bretter sowieso schon produzieren. Und dementsprechend wächst Salt Lake City jetzt auf 80.000 heran. Gott sei Dank. Okay. Fragt sich bloß, wann die Bretter hier ankommen und welcher Zug sie bringt. Kommt einer und der hat Bretter dabei und Fleisch. Apropos Fleisch, brauche ich vielleicht noch weitere Rinder? Muss ich da auch gleich nochmal gucken. Mir fehlt doch ein Zug. Ach nee, da kommt er. Das heißt, du hattest schon Bretter dabei? Nein, hattest du nicht. Was bist du für ein Zug? Keine Ahnung. Aber Erko bekommt jetzt die Bretter. Und wächst damit weiter. So, Salt Lake City wächst. Alle anderen wachsen auch. Wir haben eigentlich bis 1864 Zeit, haben es aber gleich geschafft. Noch zwei weitere Städte müssen in das Verbundnetz mit rein, die 80.000 Einwohner haben. Hättet ihr es erwartet, dass wir es so gut schaffen? Ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sein. Denn, ja, wir hatten so eine großen Probleme im Livestream. Und jetzt klappt das alles so wunderbar. Damit habe ich nicht gerechnet. Absolut nicht. So, Salt Lake City hat es geschafft, ist im Verbund mit drin. Und dann gibt es nur noch Elko. Elko muss noch wachsen und dann sind wir durch. Dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Leistung der Lokomotiven wird erhöht. Die letzte Stadt, Elko. Na dann, auf geht's. Gucken wir dabei zu, wie das Wachstum explodiert. Verbrauch wächst immer weiter. Aber auch die Einwohnerzahl. Okay, die letzten 1000 müssen wir genießen. Okay, geschafft. Yay! Wir sind die Besten! Wow. Durch deine Arbeit sind viele Städte bereits sehr groß geworden. Da hast du wirklich eine feine Nase bewiesen. Wer hätte gedacht, dass so ein staubiger Flecken Land einmal golden leuchten würde? Durch deine Tatkraft hast du dem ganzen Sonnenstaat Wohlstand und Reichtum zukommen lassen. Deine Ziele hier hast du erreicht. Auf zu neuen Aufgaben! Yay! Und wir bekommen Geschäftsführer. Schade. Wir sind nur knapp hinter dem Präsidenten wegen der zeitlichen Bewertung. Sehr, sehr schade. Ach, das hätte ja noch klappen können. Aber egal, wir haben es geschafft und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Zurück zum Hauptmenü. Und rein in das nächste Menü. Und dann gucken wir mal, hier ist noch eine weitere Aufgabe, nämlich Pazifikküste. Die großen Transkontinentalen. Ist egal. Gucken wir uns irgendwann an. Ja, ich danke euch vielmals fürs Ansehen. War schön. Wir haben wieder eine Mission abgeschlossen. Es wird noch weitere Szenarien geben und das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Für die Eisenbahnfreaks unter euch, freut euch drauf. Ich freue mich auch. Euer Bisuzim. Bis gleich.